Entfaltung durch Blumenkraft. Was für ein sonniger Tag. Du sagst, es regnet. Naja, auch ein regnerischer Tag kann mit der richtigen Einstellung sonnig sein. Ich bin Tula und freue mich, meine Blumenkraft mit dir teilen zu können. Sie ist so hilfreich, wie sie immer wieder orangefarbene Spielstände anleuchtet. Sie ist bei vielen sehr beliebt. Ich hoffe, dass sie zu deiner Lieblingskraft wird. Finden wir es heraus. Werden wir sehen. Meine magische Kraft heißt Blumenkraft. Sie bringt orangene Farben Spielsteine zum Leuchten. Wunderhübsch. Und das soll für was gut sein. Nur zum Leuchten. Keine besondere Fähigkeit. Nur Leuchten sie bringen. Ah. Ach so. Wo sind denn wir? Das ist dumm. Wenn da dann keine sind. Dann ist es nur ein bisschen. Ein Lieblings wird es wahrscheinlich nicht. Aber es ist schön. Schön. Diese hier. Durch Blumenkraft werden ein Fünftel der verbleibenden orangen Spielsteine erleuchtet. Das bedeutet, je früher du sie einsetzt, desto mehr Spielsteine erfasst du. Das ist okay. Da also nicht die mehr. Dann okay. Nein, jetzt habe ich das nicht gelesen. Warte mal. War ich dort? So. Nur deswegen. Es ist schlau. Thank you.
bin in den Ring. Nein. Boah, ey, dieser Pech-Boy. So doof. Meine Meinung nach ist Umweltbewusstseinserwichtig, darum würde ich nur Autos aus imaginären Zauberblöcken fahren. Ha, viel Spaß damit. Ach, fuck, das soll jetzt sein. Hello.
Diesmal habe ich keine Tipps oder Ratschläge für dich. Ich hoffe, du hast, dass du Spaß hast. Das erinnert mich jedenfalls an Juri Julius. Muster. Steinchen. Manchmal denke ich, dieses Spiel schummelt. Und springt dann extra noch so richtig falsch. Und manchmal, natürlich. Nicht immer. Ja, irgendwie dann zu doof. Und immer. Nein. Der hätte doch noch. Boah, ey, wenn der aber noch rausgesprungen wäre. Boah, das wäre so behindert gewesen, so behindert. Ah, komm. Ein. Ja, okay. Ein Fünftel, hat er gesagt. Dann sollte hier nicht mehr so viele sein. Thank you.
Digga! Und dann beende ich und dann sind wir beim Kanidi.